Damit kommen wir zur Debatte zur Politik der Bundesregierung beim Bundesministerium Wohnstadtentwicklung und Bauwesen. Das ist ja ein neu geschaffenes Ministerium. Vorher lag die Zuständigkeit für den Bau beim Innenministerium, also bei Horst Seehofer, CSU. Jetzt liegt es bei Clara Geiwitz, die wir hier schon im Bild sehen. Sie wird auch als Erste sprechen. Und dass es dieses Ministerium gibt, ist auch ein Zeichen, dass hier eben Bauen und Wohnen zur Chefsache gemacht werden soll. Also ein Ministerium mit einer engen Vertrauten von Bundeskanzler Olaf Scholz. Clara Geiwitz, Sie werden sich vielleicht daran erinnern, hatte damals zusammen mit Olaf Scholz auch für den SPD-Parteivorsitz als Duo sich beworben. Bekanntermaßen hat es nicht geklappt. Jetzt plant sie unter anderem jährlich 400.000 Wohnungen neu zu bauen. Davon sollen 100.000 Sozialwohnungen sein. Und wie sie das schaffen möchte, kann sie jetzt in der Rede hier noch einmal erläutern. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Wohnen, das ist ein Menschenrecht. So ist es im Internationalen Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte festgelegt. Es ist gerade kein Luxus für wenige, sondern Lebensgrundlage für alle. Und ich füge hinzu, gutes und bezahlbares Wohnen in einem lebenswerten Umfeld. Es ist aus meiner Sicht eine Frage des Respekts, dass diejenigen, die hart arbeiten, gut davon leben und auch gut davon wohnen können. Es ist Ausdruck des gesellschaftlichen Zusammenhalts, dass Azubis, Familien und Rentnerinnen und Rentner Tür an Tür miteinander leben können. Deshalb ist es auch eine Frage der Zukunftsfähigkeit unseres Landes, ob wir es schaffen, ausreichend Wohnungen zu bauen, die den demografischen, den digitalen Erfordernissen und den ökologischen Standards unserer Gesellschaft entsprechen. Damit das gelingt, ist viel zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass die Fortschrittskoalition ein eigenständiges Bundesministerium geschaffen hat. Zum ersten Mal seit sage und schreibe 1998 gibt es dieses Ministerium wieder. Das unterstreicht nicht nur die politische Bedeutung des Wohnungsbaus und der Stadtentwicklung. Es ist auch die Chance, unter einem Dach und aus einer Hand die Themen Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen vom Bund aus neu zu denken. Die Chance, neue Wege zu beschreiten und Innovationen zu ermöglichen. Und natürlich auch eine Chance, die gewaltige Transformation der Bauwirtschaft aktiv zu gestalten und für neuen ökonomischen Schub in Deutschland zu sorgen. Für diese politischen Ziele werde ich schnell ein stabiles Fundament bauen, indem wir Schwung in den Wohnungsmarkt bringen. Wir brauchen viel mehr bezahlbaren und klimaneutralen Wohnungsbau. 400.000 neue Wohnungen sollen pro Jahr gebaut werden können, davon 100.000 im sozialen Wohnungsbau. Deswegen werde ich das Bündnis bezahlbarer Wohnraum zügig aufsetzen. Gemeinsam mit den Ländern, den Kommunen, der Bau- und Wohnungswirtschaft, mit Mieterverbänden, Gewerkschaften, aber auch vielen weiteren Akteuren werden wir dafür sorgen, dass es gelingt. Und ich weiß, dafür braucht es natürlich zum einen die richtigen Förder, aber auch zum anderen die richtigen Rahmenbedingungen. Deswegen war eine meiner ersten Amtshandlungen, die soziale Wohnraumförderung für 2022 auf den Weg zu bringen. Noch im Dezember konnten wir 1 Milliarde Euro Bundesmittel für den sozialen Wohnungsbau freigeben. Eine weitere Milliarde aus dem Klimapaket wird folgen. Wenn wir bezahlbare Wohnungen schaffen wollen, brauchen wir aber noch mehr. Zuallererst genügend Bauland. Brachliegende Grundstücke, bei denen Einzelne auf Wertsteigerungen spekulieren, können wir uns nicht mehr leisten. Wichtig ist auch, dass die Kommunen schnell wieder Rechtssicherheit haben beim Vorkaufsrecht und wir da eine gute Lösung nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes finden. Meine Damen und Herren, Bauen ist Alltag für viele. Jede und jeder, der in den letzten Monaten versucht hat, ein Bauvorhaben oder eine Renovierung anzugehen, kennt das Problem. Das eine ist das notwendige Baumaterial, das andere ist der Handwerker dazu.
Die Bewältigung des Fachkräftemangels wird deshalb eine der großen zentralen Aufgaben, bei der wir innerhalb der Bundesregierung, aber auch gemeinsam mit Unternehmen und Gewerkschaften an einem Strang ziehen müssen. Wir brauchen eine Azubi-Offensive, wir brauchen Weiterbildung, Fachkräfteeinwanderung und gute Arbeitsbedingungen auf dem Bau. Damit wir beim Bauen einen Gang höher schalten, werden wir die Planungs- und Bauverfahren vereinfachen. Tempo machen wir auch durch die Nutzung digitaler Verfahren, denn auch dafür ist mein Haus mit zuständig, weniger Bürokratie und mehr Standardisierung. Übrigens wollen wir beim Bundesbau schneller werden. Wir wollen eine Vorbildfunktion einnehmen und zeigen, wie effizientes und nachhaltiges Bauen geht. Beim Luisenblock West hier in Berlin-Mitte können Sie sich das schon mal ansehen. Es hat vom Prüfauftrag bis zur Finalisierung nur 27 Monate gedauert, übrigens in modernem und modularen Holzbau. Es war die Bundesbauverwaltung. Doch die große Zahl an Wohnungen, die wir bauen, wird nicht von heute auf morgen gebaut. Genauso wichtig ist deshalb eine rasche Entlastung auf angespannten Wohnungsmärkten. Die Mieten müssen in den nächsten Jahren bezahlbar bleiben, auch und gerade, wenn es modernisiert und energetisch saniert wird. Dabei geht es nicht nur um die Kaltmiete. Die Energiepreise machen vielen große Sorgen. Deshalb ist bereits zum Jahreswechsel für mehr als 1 Million Bürgerinnen und Bürger ein höheres Wohngeld in Kraft getreten. Und ich möchte noch einmal ergänzen, Wohngeldbezieher sollen einen einmaligen Heizkostenzuschuss von mindestens 135 Euro erhalten. Und es war unser großes Anliegen, dass wir das so schnell wie möglich auf den Weg bringen für 710.000 Haushalte, die davon profitieren. Verständigt haben wir uns auch auf Verbesserungen bei der Miete. Denn gut wohnen heißt auch, keine Angst zu haben, seine Wohnung wegen Mietsteigerungen zu verlieren. Die Koalition hat sich verständigt, die Mietpreisbremse bis 2029 zu verlängern, Begrenzung bei Mieterhöhungen in angespannten Wohnmärkten und eine Ausweitung des Mietspiegels vorzunehmen. Und ich möchte auch dafür sorgen, mich um die Menschen sorgen, die gar keine Wohnung haben. Bis 2030 wollen wir als Bundesregierung die Obdach- und Wohnungslosigkeit überwinden. Deshalb ist mir als Bau- und Wohnungsministerin der nationale Aktionsplan dafür sehr wichtig. Meine Damen und Herren, wir starten in ein Transformationsjahrzehnt, in dem wir unser Land beim Klimaschutz auf Kurs bringen. Mit guter Gesetzgebung, Entschlossenheit und Experimentierfreude können wir hier viel erreichen. Ich freue mich, dass ich auch mit dem Wirtschaftsminister Robert Habeck schon verabreden konnte, dass wir Themen gemeinsam angehen, zum Beispiel die Nachhaltigkeit und die Bezahlbarkeit beim Bauen und Wohnen, Maßnahmen für energieeffiziente Gebäude oder eine Fachkräftestrategie, gerade im Bauhandwerk und das Forschen an nachhaltigen Baustoffen. Erste Maßnahmen werden wir schon im Klimaschutz-Sofortprogramm auf den Weg bringen. Und mein Wunsch wäre es, dass wir zum Beispiel ganz konkret in Deutschland die Bedingungen für Mieterstrom noch weiter verbessern. Nicht zuletzt sehe ich das auch als meine Aufgabe, für gutes Leben in Stadt und auf dem Lande zu sorgen. Dafür nehme ich die Quartiers-, Stadt- und Regionalentwicklung mit in den Blick. Gutes Wohnen und Leben braucht ein gutes und lebenswertes Umfeld. Ich bin im Übrigen sehr froh darüber, dass in meinem Haus nun auch die Raumordnung verortet ist. Das hilft enorm, um bei der Planung und innovativen Entwicklung von Regionen schneller zu werden. Klimawandel, Strukturwandel, demografischer Wandel, sozialer Zusammenhalt und Digitalisierung – das sind nur einige der Stichworte, die den riesigen Transformationsbedarf in Städten und Gemeinden beschreiben. Mit der Städtebauförderung haben wir ein schlagkräftiges Instrument. Dieses werden wir für gutes Leben und Zusammenhalt in Stadt und Land weiter verbessern. Ich freue mich, dass wir zum Beispiel 250 Millionen Euro in 238 Städte investieren können, gerade um die von Corona sehr stark in Mitleidenschaft gezogenen Innenstädte zu stabilisieren und neue Formen auch von Gemeinplätzen zu schaffen, wo man sich jenseits eines kommerziellen Einkaufserlebnisses in der Innenstadt aufhalten kann, gerade auch Familien, und diese beleben. Integrierte Mobilitätsangebote, insbesondere in ländlichen Gebieten, müssen dazu Realität werden.
Unsere Lebensräume müssen klimaresilient werden, um sich vor den Folgen von Starkregenereignissen und Hitzeperioden zu schützen. Hier gibt es viel zu investieren in der Städtebauförderung und auch in der Regionalplanung. Vielleicht noch ein Satz zur Region Bonn. Ich weiß, sie erwartet von uns auch ein Bekenntnis zur Bundesstadt Bonn. Von mir wird sie dies bekommen. Ich fahre demnächst in die Region, in den Rhein-Sieg-Kreis, spreche auch mit der Oberbürgermeisterin. Und wir werden uns sehr viel Zeit nehmen, auch mit dem kommunalen Expertise, um zu schauen, wie wir auch die Bundesstadt Bonn stärken können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich nutze die kurze Pause für eine Anmerkung. Frau Ministerin, bei aller Wertschätzung für die Ausführungen der Regierung will ich darauf hinweisen, dass die Tatsache, dass auf Luisenblock West 400 Büroeinheiten so schnell errichtet werden konnten, jedenfalls auch dem Wirken aller Fraktionen dieses Hauses in der Bau- und Raumkommission zu danken ist. Also nicht nur der Regierung, so viel Wahrheit muss sein. Dafür bin ich allen Fraktionen übrigens auch dankbar. So, nächster Redner ist der Kollege Dr. Jan-Martin Lubczak, CDU-CSU-Fraktion. Wolfgang Kubicki. Nächster Redner ist Jan-Marco Lubczak, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ein Dach über dem Kopf zu haben, das ist ein menschliches Urbedürfnis, ein existenzielles Bedürfnis. Eine Wohnung zu haben, ist aber noch weit mehr. Eine Wohnung ist auch immer persönlicher Rückzugsraum, Ort der individuellen Entfaltung und somit auch ein Stück Heimat. Und Wohnungspolitik hat daher für jeden Einzelnen, für Familien, aber auch für die Gesellschaft insgesamt eine enorm hohe Bedeutung. Die Immobilienwirtschaft ist auch volkswirtschaftlich essentiell für unser Land. 3,3 Millionen Arbeitsplätze gibt es dort in diesem Bereich. Die Bruttowertschöpfung beträgt über 600 Milliarden Euro, weit mehr, als das etwa in der Automobilindustrie der Fall ist. Und auch für den Klimaschutz. Das Thema, was uns in den letzten Jahren so enorm bewegt und auch in den kommenden Jahren bewegen wird, für das Thema sind die Gebäude ganz essentiell und zentral. 35% des Endenergieverbrauches werden im Gebäudebestand verbraucht, 30% der CO2-Emissionen werden dort emittiert. Hier schlummern also riesige Potenziale, die wir heben können und wollen, wenn wir Klimaneutralität erreichen wollen. Und deswegen begrüßen wir als Union ausdrücklich, dass es in dieser Wahlperiode ein eigenständiges Ressort für Bauen und Wohnen gibt. Damit geht dann aber auch die Erwartung einher, dass das Thema Bauen und Wohnen innerhalb der Ampel Sichtbarkeit und das Gewicht bekommt, das ihnen angesichts ihrer Bedeutung für die Menschen, für die Gesellschaft und auch den Klimaschutz zukommt. Und insofern, sehr geehrte Frau Ministerin, zu Ihrer Ernennung beglückwünschen wir Sie ganz ausdrücklich für diesen Geschäftsbereich. Wir wünschen Ihnen für diese wichtige Aufgabe alles Gute und viel Erfolg. Und wir sagen Ihnen auch zu, dass wir als Fraktion Sie dabei konstruktiv begleiten und auch unterstützen werden, wenn Sie gute Vorschläge machen, um den Herausforderungen dieser Zeit nachzukommen. Und die Herausforderungen in diesem Ressort, die sind groß. Sie haben sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Das zentrale Ziel, Sie haben es erwähnt, sind 400.000 Wohnungen, die jedes Jahr neu entstehen sollen. 1,6 Millionen Wohnungen in dieser Wahlperiode. Mehr bauen? Das ist auch aus unserer Sicht der richtige Weg, um die angespannten Wohnungsmärkte bei Angebot und Nachfrage endlich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Nur auf diesem Wege werden wir die steigenden Mietpreise auch nachhaltig in den Griff bekommen und verhindern, dass Menschen verdrängt werden. Und insofern begrüßen wir das, dass die Bauoffensive, die wir als Union in der letzten Wahlperiode gestartet haben, dass die jetzt von der Ampel auch mit fortgesetzt wird. Das ist ein gutes und richtiges Signal. Und Sie, Frau Ministerin, Sie haben es in einem Ihrer ersten Interviews gesagt, Sie werden an diesem Ziel, an dieser Erwartung auch gemessen werden. 1,6 Millionen Wohnungen in dieser Wahlperiode. Und unsere Erwartung als Union ist es daher, dass die vielen Hürden, die es gibt, um dieses Ziel zu erreichen, dass Sie diese beseitigen, dass Sie die bürokratischen Hemmnisse angehen, dass Sie die 20.000 Bauvorschriften, die es in unserem Land gibt, dass Sie die radikal entschlacken, dass Sie die Planungsdauer beschleunigen, dass Sie die Mobilisierung von Bauland voranbringen. Dafür müssen Sie die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Und wenn Sie das angehen wollen, da reichen wir Ihnen als Union gern die Hand dazu. Uns ist aber wichtig, dass wir Sie dann auch nicht an Ihrer, dass Sie uns nicht an Ihrer Seite haben, wenn Sie die steigenden Mietpreise allein durch Regulierung versuchen, in den Griff zu kommen. Wir haben in dem Bereich des Mietrechts in der letzten Wahlperiode viel auf den Weg gebracht. Ich will das hier gar nicht im Einzelnen ausdeklinieren. Was wir aber jetzt sagen können, dass wir die ersten Erfolge sehen. Die Leerstandsquote steigt.
erstmals seit 15 Jahren leicht und auch in einigen Wachstumsregionen, das ist mir ganz wichtig, und auch die Neuvertragsmieten haben nicht mehr die Dynamik, die sie in den letzten Jahren gehabt haben, sondern auch in einigen Bereichen verzeichnen wir da sogar Rückwände. Das ist immer noch auf niedrigem Niveau, gar keine Frage. Aber trotzdem können wir feststellen, langsam entspannt sich die Lage wieder auf dem Wohnungsmarkt. Wir haben eine Trendumkehr. Und deswegen finde ich das, was Sie jetzt gerade auch sagten zur Mietpreisbremse, dass Sie die verlängern wollen, das finde ich schon bemerkenswert. Bis 2029 wollen Sie die Mietpreisbremse verlängern, obwohl wir sie gerade erst vor gar nicht allzu langer Zeit bis 2025 verlängert haben. Sie zementieren damit einen Markteingriff, von dem wir heute noch gar nicht wissen, ob er in einigen Jahren überhaupt noch erforderlich ist. Wenn diese Trendumkehr sich fortsetzt, also wir weitere Signale der Entspannung auf dem Wohnungsmarkt haben, dann ist das auch verfassungsrechtlich höchst problematisch, ob die Verlängerung einer solchen Mietpreisbremse überhaupt richtig und erforderlich wäre. Sie wissen es, das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss zur Mietpreisbremse ausdrücklich ausgeführt, dass die zeitliche Befristung für die verfassungsrechtliche Rechtfertigung für diesen Eingriff in das Eigentum zentral ist. Und deswegen darf es keine vollständige Entkopplung von den Marktpreisen geben. Sonst kommen wir in die Substanzverletzung des Eigentums. Und deswegen sagen wir, aus diesem befristeten Instrument darf keine Dauerlösung werden, ohne Rücksicht auf die Lage am Wohnungsmarkt, meine Damen und Herren. Wichtig ist, wenn Sie den Menschen wirklich helfen wollen, dann müssen Sie die Baukosten in den Griff bekommen. 14% Steigerung haben wir hier zuletzt verzeichnen können. Und deswegen ist es auch gut und richtig, dass die Baukostensenkungskommission ihre Arbeit fortsetzen soll. Da habe ich überhaupt gar nichts gegen. Mir ist aber wichtig zu sagen, wir haben doch nicht primär ein Erkenntnisproblem, sondern wir haben doch vor allen Dingen ein Durchsetzungsproblem. Und deswegen ist es so wichtig, Frau Ministerin, Sie müssen die beschlossenen, die diskutierten Maßnahmen jetzt endlich auch um- und durchsetzen. Das ist wichtig, damit wir nicht zu steigenden Baukosten kommen, weil das immer auch bedeutet, dass die Wohnkosten steigen und dass dann auch am Ende die Mieten steigen. Und deswegen darf es nicht so kommen. Die Baukosten müssen runter, Frau Ministerin. Und deswegen sehen wir mit Sorge, dass der Koalitionsvertrag nachgerade gespickt ist mit Vorhaben, die das Bauen am Ende deutlich teurer machen werden. KfW-40-Standard für den Neubau, im Bestand wesentliche Aus- und Umbauten, EH-70-Standard, Solardachpflicht, 65% erneuerbare Energien für den Einbau neuer Heizungen. All das ist ein Widerspruch, wenn Sie die Baukosten senken wollen. Und deswegen ist das natürlich ein Zielkonflikt, das wissen wir. Sie haben es im Ausschuss gesagt, es ist ein bisschen die Quadratur des Kreises. Wir hoffen und wir haben auch die Erwartung an Sie, dass Sie denjenigen auch in Ihrer Koalition, die dort überbordende Regulierungsfantasien haben, dass Sie denen die Stirn bieten, dass wir zu einem vernünftigen Ausgleich kommen zwischen Ökologie und Ökonomie, dass die Baukosten nicht durch die Decke gehen, meine Damen und Herren. Und am Ende möchte ich noch ein Thema ansprechen, weil Sie es auch nicht erwähnt haben, Frau Ministerin, wenn ich richtig zugehört habe. Das Wort Eigentumsbildung ist in Ihrer Rede nicht ein einziges Mal vorgekommen. Nicht ein einziges Mal. Der Traum vom Eigenheim, davon träumen 4 von 5 Menschen in Deutschland. Sie wollen in die eigenen 4 Wünsche. Aber leben tun sie diesen Traum viel zu wenige. Deutschland ist bei der Eigentumsquote Schlusslicht in Europa und zuletzt sogar zurückgefallen. Und deswegen finden wir das als Union richtig, dass Sie im Koalitionsvertrag sagen, wir wollen Eigenkapital ersetzende Darlehen, Tilgungszuschüsse, Zinsverbilligung, Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer. Aber Sie bleiben bei all diesen Punkten im Ungefähren. Sie sagen, Sie wollen das, aber Sie sagen nicht, Sie werden das umsetzen. Und wenn wir jetzt mal nach Hamburg schauen, wo auch eine Ampel reagiert, da haben Sie gerade die Grunderwerbsteuer erhöht. Und deswegen sagen wir an dieser Stelle, Sie müssen ein klares Signal aussenden an all die Menschen, die Eigentum bilden wollen in diesem Land, dass Sie das auch ermöglichen werden. Sie müssen klar sagen, welche Mittel Sie zur Verfügung stellen und Ihnen nicht Steine in den Weg legen. Wenn Sie das tun, dann haben Sie die Union an Ihrer Seite. Aber wenn es um Regulierung geht und steigende Baukosten, da werden wir Ihnen eher Steine in den Weg legen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für Bündnis 90 Die Grünen spricht nun Christina Johanne Schröder. Sie ist Sprecherin für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen hier im Deutschen Bundestag. Johanne Schröder, Bündnis 90 Die Grünen, zu ihrer ersten Parlamentsrede. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Es ist so cool, dass Wohnen ganz vorne im Titel des neuen Ministeriums steht. Wie wir wohnen, das ist das Erste, mit dem wir am Morgen konfrontiert werden. Ist es laut oder leise, zugig oder saniert?
Habe ich und meine Familie genug Platz, einen langen Weg zur Schule oder zur Arbeit? Kann ich mir gutes Wohnen leisten? Oder belasten mich Mieten, Bodenpreise oder Wohnnebenkosten stark? Man hört ganz oft, dass die Frage des Wohnens zu einer großen sozialen Frage geworden ist, entscheidend für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Sogar die Union war zu dieser Analyse fähig. Taten haben sie im Gegensatz dazu fahrlässig vermissen lassen und zugesehen, wie Mieten, Boden und Baukosten explodieren. Herr Dr. Lutschak, auch für Sie. Preise für Wohngebäude sind zwischen 2010 und 2020 um 29% gestiegen. Für Zweifamilienhäuser, Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser um satte 65%. Nur woran liegt das? Das liegt doch nicht, dass wir mehr dämmen oder meine Solaranlage aufs Haus kloppen. Das liegt daran, dass sich die Kosten für Bauland mehr als verdoppelt haben, in den meisten Regionen sogar mehr als verdreifacht. Das macht Bauen teuer. Nach Jahren der Blockade durch die Union werden wir die Ampel, das Baurecht vereinfachen und wirksam das Mietrecht nachschärfen. Und schön, dass die Union dabei konstruktiv die Mitarbeit angekündigt hat. Wir, die Ampelkoalition, wollen eben genau diese Rahmenbedingungen dafür setzen, dass 400.000 neue Wohnungen im Jahr geschaffen werden, davon 100.000 sozial gebunden. Durch Erleichterungen im Baurecht für Aufstockung, Dachausbau und Umnutzung geringer genutzter Flächen entsteht ein Potenzial von unglaublichen 2,5 Millionen Wohnungen, ohne eine weitere Fläche zu siegeln, ohne teuren Boden kaufen zu müssen. Liebe Kolleginnen von der Union, zwischen sozial und ökologisch gehört kein Oder. Zur dauerhaften Senkung von Wohnkosten gehört beides zwingend zusammen. Die Preissteigerungen für fossile Heizkosten belasten die Bürger ungemein. Ein Beispiel: Der Preis für Heizöl ist im vergangenen Jahr um unfassbare 144% gestiegen. Heizen mit Gas und Öl ist so teuer wie nie. Und besonders betroffen davon sind Menschen mit einem geringen oder mittleren Einkommen, da sie häufiger in schlecht sanierten Wohnungen leben müssen. Daher ist es richtig, dass wir handeln und jetzt den Heizkostenzuschuss auf den Weg bringen. Dann wollen wir das Mieter-Vermieter-Dilemma überwinden, in die Teilwarmmiete einsteigen und so die Modernisierungsumlage abschaffen. Noch eine weitere Maßnahme duldet keinen Aufschub. Schnellstmöglich müssen wir auch das Vorkaufsrecht für Kommunen rechtssicher anwendbar machen. Sehr geehrte Frau Ministerin Geiwitz, ich begrüße daher die zeitliche Priorisierung dieser Aufgabe, wie Sie es gestern im Ausschuss angekündigt haben. Wir als Ampelkoalition haben uns viel vorgenommen, und dazu gehört auch die Einführung der neuen Wohngemeinnützigkeit. In den 90ern hatten die damalige CDU-geführte Bundesregierung die Wohngemeinnützigkeit abgeschafft und damit als eines der heute großen Grundprobleme auf den Wohnungsmärkten überhaupt erst entstanden. Wir werden die Wohngemeinnützigkeit wieder einführen. Wir werden die Mietpreisbremse verlängern und bis 2030, und das finde ich sehr wichtig und sehr gut, dass Sie es in der Rede eben erwähnt haben, die Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Deutschland überwinden. Liebe Frau Ministerin, liebe Kolleginnen, ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schröder. Bevor ich dem Kollegen Beckham das Wort erteile, will ich darauf hinweisen, ich nehme, Sie kommen hier unten, das ist wunderbar, ich muss diesen Hinweis nicht erteilen. Nächster Redner ist der Kollege Beckham, AfD-Fraktion, ebenfalls zu seiner ersten Parlamentsrede. Herr Präsident, Frau Ministerin, meine Damen und Herren, wir hören hier heute viel von zu hohen Mieten, gestiegenen Baupreisen, einer angeblich notwendigen Mietpreisbremse und überhaupt von viel irgendwie bezahlbarem oder eben nicht bezahlbarem Wohnraum. Und nun soll alles besser werden. Aber all das sind nur Symptome. Es sind Zeichen dafür, dass der Markt seit einiger Zeit stark in Bewegung ist. Auch der Wohnungsmarkt ist ein Markt mit Angebot und Nachfrage. Die Älteren von CDU und FDP erinnern sich vielleicht. Aber warum ist das so? Warum besteht ein Mangel an Wohnraum? Und die Preise steigen fast überall. Vor gut 20 Jahren, zur Jahrtausendwende,
war das gerade eben nicht so. Da gab es stark nachlassende Wohnungsnachfrage. Was ist denn nun anders? Und was passiert da überhaupt? Nun, wenn vor etwas zu wenig vorhanden ist, also ein Mangel besteht, gibt es weniger, als gebraucht wird. Dies kann daran liegen, dass das Angebot an Wohnraum knapper wird oder auf einmal die Nachfrage nach Wohnraum steigt. Wenn das passiert, steigen in der Folge die Preise, also Miete, genauso wie Baukosten. Das sind Zeichen für den Mangel. So einfach kann es sein. Das Angebot in unserem Land an Wohnraum, das, und da sind wir uns wahrscheinlich einig, ist nicht gesunken. Es sind nicht tausende Wohnungen unbewohnbar geworden oder abgerissen worden. Das Gegenteil ist der Fall. Es sind tausende dazugekommen. Aber die Nachfrage nach Wohnraum, und darum geht es hier, die ist in den letzten Jahren um ein Vielfaches gewachsen. Und diese Nachfrage lässt sich im Grunde auf drei wesentliche Punkte zurückführen. Erstens, es gibt immer weniger kleine und damit insgesamt immer mehr Haushalte, die am Markt eigene Wohnungen nachfragen. Wenn etwa früher eine fünfköpfige Familie eine Wohnung nutzte, sind es heute überwiegend ganz oft Ein- und Zwei-Personen-Haushalte. Der anteilige Flächenverbrauch wächst entsprechend. In den 50ern waren es 15 Quadratmeter pro Kopf, heute sind es um die 46, gut verdreifacht. Das frisst Wohnraum und ist ein Symptom für die Vereinzelung und Vereinsamung der Gesellschaft. Diese Ursache wird die Politik wohl nicht so schnell in den Griff kriegen. Im Gegenteil, unsere Gesellschaft zerfällt weiter. Und das liegt wohl maßgeblich an zerstörten Zugehörigkeiten und Verbindlichkeiten. Jedenfalls zum Teil ist dies sicher auch eine Folge von erfolgreicher grün-roter Politik, also der Propagierung von Diversity, Multikulti, Konsumkultur, Globalismus und die Unterminierung von Familie und Nation. Zweitens gibt es die Binnenwanderung, also den Zuzug in die Städte und die Wachstumsregionen. Die Leute wollen wegen Arbeitsplätzen vorwiegend eben lieber in Halle an der Saale leben als im Saalekreis oder lieber in Köln als in der Eifel, leider. An beiden vorgenannten Gründen wird die Politik so schnell nichts ändern können. Das sind langfristige Entwicklungen. Und drittens geht es um eine Ursache, die Politik schnell regeln könnte, aber lauthals verschweigt. Es ist der Elefant im Raum. Die Masseneinwanderung seit 2015. Ersehnt und gefördert von den Migrationssüchtigen der alten und genauso der neuen Regierung. Anders und weniger verfänglich ausgedrückt für die Herrschaften hier, man muss sich einfach mal darauf einlassen, meine Damen und Herren, dass mehr Menschen im Land eine höhere Nachfrage nach Wohnraum bedeuten. Dafür muss man kein Populist sein. Da kann man einfach kurz mal drüber nachdenken und schon kommt man drauf. Aber, meine Damen und Herren, ich will Ihnen ja die Hand reichen, eine Botschaft des Friedens senden. Aber selbst wenn man die Grenzöffnungen 2015 und manche absehbaren Entscheidungen dieser neuen Ampelregierung irgendwie gutheißt, irgendwie, kann man sich trotzdem an einem generellen Muster stören, was hier dahinter liegt und weiter voranschreiten wird. Denn politische Entscheidungen, die sich generell unter der Rubrik Einwanderung zusammenfassen lassen, benachteiligen häufig Leute mit geringem Einkommen, meine Damen und Herren. Das führt dann dazu, dass diese Haushalte mit ihren Steuern die Wohnungen für die Hunderttausenden Neubürger bezahlen, aber selbst kaum noch Wohnungen finden, geschweige denn bezahlbare. Sehr vieles, was seit Jahren im Land läuft und was diese Regierung noch vorhat, führt dazu, dass die Niedrigverdiener die Last dieser Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt als Erste und am stärksten ertragen müssen und teilweise verdrängt werden. Sie müssen das schaffen, was selbstgefällige grün-rote Rhetorik verspricht. Aber hören wir nicht, was ich sage, sondern was die Fachpresse vor einiger Zeit in der Welt geschrieben hat. Zitat: Die hohen Fernwanderungsgewinne, tolles Wort, durch Flüchtlinge und Migranten verschärfen die Wohnungsnachfrage, der Wohnungsmarkt wird enger. Und das insgesamt steigende Mietniveau wirkt sich sukzessive auch im Bestand aufgrund von Mietverhöhungen im Rahmen bestehender Verträge und durch höhere Neuvermietungsmieten aus. So einfach. Und weiter, Zitat: Gerade jene Wohnungen, die an Flüchtlinge vermietet werden, tauchen in einschlägigen Online-Immobilienportalen nur selten auf, da die Gemeinden diese oft direkt und ohne Umweg über den freien Vermittlungsmarkt anmieten. Beispielgefällig gerade 2-3 Tage alt. Pressemitteilung der Stadt Niederkassel aus meiner Heimatregion vom 11. Januar 2022. Zitat: Aufgrund der erhöhten Zuweisung afghanischer Flüchtlinge sucht die Stadt Niederkassel dringend privaten Wohnraum zur Anmietung für diesen Personenkreis. Für Geflüchtete mit dauerhaftem Bleiberecht ist ein ganz wichtiger Meilenstein bei der Integration in ihre neue Heimat, wenn sie eine eigene Wohnung beziehen können. Wie schön! Was ist denn mit den anderen, also den Einheimischen, ob Deutsche,
oder andere Menschen, die hier schon lange leben. Nur zur Erinnerung, Afghanistan hat seine Bevölkerung seit dem Jahr 2000 bis heute von 18 auf 38 Millionen Menschen verdoppelt. Da kommen noch mehr, und das hat nichts mit den Taliban zu tun, gar nichts. Und ich zitiere weiter, diesmal aus einem Fachartikel einer großen deutschen Tageszeitung. Zitat: Die Auslandszuwanderung, insbesondere die der Flüchtlinge seit 2015, zielte und zielt vor allem in die Verdichtungsräume und Metropolen. Zitat Ende. Und dort gäbe es einen Effekt ausgerechnet im Marktsegment der günstigen Wohnungen, heißt es weiter. Der Kampf um Wohnraum findet folglich im unteren Segment statt, dort, wo Migranten auf Einheimische treffen. Und das beruhigt und freut den grünen Migrationssüchtigen und die Besserverdiener von CDU und FDP, denn diese müssen all das in ihren Rotweinvierteln der Städte eben nicht erdulden, weil sie da nicht wohnen, wo die Menschen hinkommen. Aber, meine Damen und Herren, man muss kein Experte sein, um festzustellen, dass über 1 Million Flüchtlinge Wohnungen brauchen, die dann auf dem Wohnungsmarkt für die einheimische Bevölkerung fehlen. Da reicht der gesunde Menschenverstand. Und dieser Zuzug hört nicht auf. Jedes Jahr kommen mehrere Großstädte dazu. Dieser Zuzug ähnelt derzeit eher Kabul, demnächst vielleicht Mogadischu. Und der Satz, wir haben Platz, ist eine Lüge. Eine Lüge zulasten aller Einheimischen in diesem Land, die nicht das Einkommen eines Abgeordneten haben. Wer das dennoch behauptet, ist ein Wohnungsnot-Ursachenleugner und Teil des Problems. Die einzigen, die derzeit etwas für den deutschen Wohnungsmarkt tun, sind die Polen an ihrer Ostgrenze. Sie, liebe Ampelregierung, könnten das auch tun, indem Sie zunächst etwa die 300.000 ausreisepflichtigen Ausländer abschieben. Abschieben schafft Wohnraum. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin in der Debatte ist Karina Konrad, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Keine Laola werden von der Tribüne. So, nächste Rednerin ist die Kollegin Karina Konrad, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, mehr Fortschritt wagen, so steht es über unserem Koalitionsvertrag. Und dieses Motto scheint mir nicht erst seit dem Vorredner dringender nötig denn je. Mehr Fortschritt wagen, das ist uns Freien Demokraten ein Herzensanliegen in allen Bereichen. Und die Ampel hat sich viel vorgenommen. Die Ampel hat sich auch viel vorgenommen im neuen Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Und das ist dringend notwendig. Denn nicht erst seit Corona ist das Zuhause für viele Menschen mehr als ein Ort zum Übernachten. Es ist Lebensraum, es ist Arbeitsraum, es ist Lernraum, es ist Raum für die eigene Entfaltung und für die eigene Entwicklung. Und dabei sind die Vorstellungen vom Wohnen so individuell wie die Menschen in unserem Land. Wir haben uns auf einen Maßnahmenmix verständigt, und der soll dafür sorgen, dass gutes Wohnen bezahlbar und Eigentum kein Luxus ist. Dazu muss mehr, dazu muss schneller und dazu muss günstiger gebaut werden in den Städten und auf dem Land. Und Frau Ministerin Geiwitz hat einige wichtige Punkte bereits gesagt, und ich möchte noch einmal welche hervorheben, die uns Freien Demokraten besonders am Herzen liegen. Wir wollen erstens, dass Wohnen bezahlbar bleibt. Dafür braucht es keinen staatlich festgelegten Mietendeckel, dafür braucht es auch keine Enteignungsfantasien, sondern Maßnahmen, die dazu in der Lage sind, die Angebotslücken zu schließen. Wir haben uns eine Offensive für bezahlbares und nachhaltiges Bauen und Wohnen vorgenommen. Unser Ziel sind, die 400.000 Wohnungen zu bauen jedes Jahr, die so oft erwähnt wurden. Dabei kommt es nicht nur darauf an, dass gebaut wird, sondern es kommt auch darauf an, was gebaut wird. Und damit dieses ambitionierte Ziel erreicht werden kann, werden private Investitionen der Schlüssel sein. Und diese privaten Investitionen wollen wir anreizen. Das hilft den Menschen und der Wirtschaft. Das ist sozial, ökologisch und ökonomisch, meine Damen und Herren. Und zweitens ist es uns Freien Demokraten ein besonders wichtiges Anliegen, dass ist mein zweiter Punkt, dass sich mehr Menschen ihren Traum vom Eigenheim erfüllen können. Das wird im Moment schwerer. Sie haben die gestiegenen Preise hier bereits angesprochen. Doch wer für die Erfüllung seiner Träume spart, wer für sich und seine Familie Eigentum wie das eigene Haus aufbauen möchte, wer dadurch eigenverantwortlich Vorsorge auch für sein Leben im Alter betreibt, wer
so handelt, der muss sich auch darauf verlassen können, dass seine Rücklagen etwas wert bleiben. Und wir schaffen mit zahlreichen Maßnahmen mit unserem Koalitionsvertrag die Voraussetzungen dafür, dass mehr junge Menschen den Schritt ins Eigentum wagen können. Einen Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer soll eingeführt werden und so gerade zu Beginn der Finanzierung den Menschen die notwendige Luft verschaffen. Zudem unterstützen wir mit Eigenkapital ersetzenden Darlehen sowie Tilgungszuschüssen und Zinsverbilligungen beim Kauf einer Immobilie. Denn es ist doch meistens nicht die monatliche Rate, die den Weg ins Eigenheim erschwert, sondern es sind die Anfangsfinanzierungen, und diese Hürden wollen wir abbauen. Und mein dritter und letzter Punkt ist, damit wir überhaupt bauen können, brauchen wir, und Frau Ministerin Geibitz hat es angesprochen, wir brauchen auch Leute, für die Bob der Baumeister der Held ihrer Kindheit war. Wir brauchen Fachkräfte. Laut IFO-Institut findet inzwischen mehr als jedes dritte Unternehmen im Baugewerbe nicht genügend Personal. So meldeten im Oktober 34% der Unternehmen einen Mangel an Fachkräften. Den Fachkräftemangel im Bauwesen zu beheben, das ist die dringlichste Aufgabe. Doch wie schaffen wir das? Eine Ausbildungsoffensive für Bauberufe wäre ein guter Anfang. Bauen heutzutage, das ist mehr als Steine aufeinander zu stapeln. Es gibt hier zahlreiche, spannende, komplexe und hochtechnisierte Bereiche. Am Bau werden bald junge, technisch interessierte Leute mit Augmented Reality agieren und über Building Information Modeling den digitalen Zwilling als Maßstab für das Bauen von morgen machen. Der Bau braucht junge, technisch interessierte Frauen und Männer, die diese Chancen von der Vision zur Realität bringen. Und daran müssen wir arbeiten, meine Damen und Herren. Und Sie haben es angesprochen, wir brauchen auch qualifizierte Zuwanderung in diesem Bereich. Dazu gibt es viele dicke und dünne Bretter zu bohren. Und unsere Akkus, das kann ich Ihnen sagen, die sind geladen. Packen wir es an. Vielen Dank, Frau Kollegin Konrad. Ich bin schon weg. Das hatte ich gar nicht zu hoffen gewagt, dass es so schnell geht. Nächste Rednerin ist die Kollegin Karin Ley, Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Durchschnittsmiete in München liegt inzwischen bei über 19 Euro pro Quadratmeter. Die Heizkosten haben sich im letzten Jahr mehr als verdoppelt. Ob Kindergärtnerin oder Grundschullehrer, ob Krankenpfleger oder Busfahrerin, wer kann sich das denn überhaupt noch leisten? Und ob sich diejenigen, die hier den Laden am Laufen halten, auch in Zukunft noch eine Wohnung in der Stadt leisten können, das entscheidet sich jetzt. Und ob unsere Städte lebendig und sozial durchmischt bleiben oder zu reichen Ghettos werden, wie London und Paris, auch das entscheidet sich jetzt. Und die letzten 8 Jahre waren 8 verlorene Jahre. Es waren 8 Jahre des Mietenwahnsinns und der unterlassenen Hilfeleistung für Mieterinnen und Mieter. Das darf sich nicht wiederholen. Nun bin ich skeptisch, ob das mit dem vorliegenden Koalitionsvertrag gelingen wird. Ich freue mich zwar sehr über Ihr persönliches Engagement, Frau Ministerin Geiwitz. Ich finde es auch gut, dass wir jetzt eine Bauministerin haben. Ein eigenes Bauministerium, prima. Dafür haben wir als Linke lange gekämpft, genauer gesagt für ein Wohnungsministerium. Aber leider ist das neue Ministerium ja ein Rumpf. Die Zuständigkeit für Gebäudeenergie liegt bei der Wirtschaft, für Häuser und Grundstücke bei Finanzen und für das Mietrecht. Und das schmerzt mich am allermeisten beim Justizministerium, bei der FDP. Das ist wirklich schade. Das neue Bauministerium darf kein Feigenblattministerium sein. Das Mantra der Ampel lautet ja, wie auch das der letzten Regierung, bauen, bauen, bauen. Aber es kommt ja darauf an, was gebaut wird. Und für 3/4 der Wohnungen gibt es, der neu gebauten Wohnungen, soll es gar keine Vorgaben geben. Also wieder teure Mietwohnungen, teure Eigenheime. Aber das geht am Bedarf vorbei. Es fehlen in Deutschland 5 Millionen Sozialwohnungen. Darauf muss der Fokus liegen.
Nun haben Sie, Frau Ministerin, vorhin gesagt, 100.000 Sozialwohnungen. Aber im Koalitionsvertrag stehen ja 100.000 geförderte Wohnungen. Das ist was anderes. Also bitte keine Mogelpackungen an dieser Stelle. Mit der versprochenen 1 Milliarde Euro kommen Sie nicht weit. Davon wurden bis jetzt 25.000 Sozialwohnungen im Jahr finanziert. Wir brauchen alleine dreimal so viel, um die Wohnungen auszugleichen, die Jahr für Jahr aus der Sozialbindung fallen. Das ist doch völlig absurd. Und deswegen brauchen wir mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau und ein neues Prinzip. Einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung. Das muss in Zukunft gelten. Hamburg ist ja Ihr Vorbild in der Wohnungs- und in der Baupolitik. Aber kürzlich kam eine Studie raus, die belegt, dass in Hamburg die Mieten mit 7,3% so stark gestiegen sind wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das kann kein Vorbild sein. Und deswegen ist Bauen allein kein Programm. Was wir dringend brauchen, das ist ein Mietenstopp. Und weil diese Forderung so richtig und auch so logisch ist, hatte sie die SPD ja zum Beispiel auch im Wahlprogramm stehen. Im Koalitionsvertrag findet sich davon kein Wort. Auch die Ausnahmen bei der Mietpreisbremse bleiben bestehen. Kein Wort zum Kündigungsschutz, keine Verbesserung bei Gewerbemieten und auch die Bodenpolitik enttäuscht. Und nur ein Prüfauftrag beim Vorkaufsrecht. Obwohl das ja durch das Urteil faktisch außer Kraft gesetzt wurde. Wir haben schon geprüft und einen eigenen Antrag vorgelegt. Das Vorkaufsrecht muss sofort wieder gelten und es muss verbessert werden. Und zu guter Letzt, meine Damen und Herren, es sieht für mich so aus, als hätten in diesem Koalitionsvertrag viele für die Bauwirtschaft gekämpft und keine für Mieterinnen und Mieter. Wir als Linke werden weiter mit den Mietenverbänden, mit den Initiativen für einen Mietenstopp kämpfen. Der Mietenwahnsinn muss gestoppt werden. Das Monopoly muss endlich beendet werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Ley. Wie kann Wohnen bezahlbarer gemacht werden? Wie kann aber auch der Wohnsektor klimaschonender gestaltet werden? Darum geht es hier unter anderem in der Debatte, denn der Klimagebäudesektor ist für fast ein Sechstel der deutschen Treibhausgasemissionen zuständig. Bernhard Dahldrupp spricht jetzt für die SPD-Fraktion. Oh, Entschuldigung. Keine Hektik? Nee, keine, überhaupt keinen Fall. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will nur eine kurze Bemerkung machen, Herr Beckamp. Sie sind ja jetzt neu da im Ausschuss auch. Ich habe gedacht, wird sich irgendwie was ändern, aber es ändert sich eigentlich überhaupt nichts. Deswegen würde ich sogar außerhalb von Corona-Zeiten darauf verzichten, dass Sie mir die Hand reichen, so wie Sie über das Thema reden. Angemessen zu dem, wie Sie reden. Angemessene Reaktion. Ich lasse Ihre pflegelhaften Bemerkungen nicht zu, damit Sie das wissen, Herr Buschkamp. Ja, okay. Ihre Fakten. Also, wenn es ein äußeres Zeichen gibt, ich reg mich, ist doch schön, wenn Sie sich aufregen. Machen Sie es weiter, lauter, mich stören Sie nicht, ich habe das Mikrofon. Können Sie darauf verlassen. Also, wenn es ein äußeres Zeichen, meine Damen und Herren, gibt dafür, dass es einen Aufbruch nach der Bundestagswahl gibt, dann ist es die Tatsache, dass es hier ein neues Bauministerium gibt. Das finde ich nämlich großartig. Es ist nicht mehr die Baufrage ein Appendix im BMI an der Seite, wenn ich mal so sagen darf, einer verheimlichten Heimatabteilung, sondern ein neues Ministerium wird die Aufgabe, also den Bau neuer Wohnungen, das klimagerechte Wohnen, die bezahlbaren Mieten übrigens auch, Karin, und die zukunftsorientierte Stadtentwicklung behandeln. Da können wir ganz sicher sein. Und lieber Kollege Lutschak, wir sind ja jetzt auch, Sie sind ja im Ausschuss, das ist auch eine Aufwertung, aber Sie können sich auch darauf verlassen, dass die Bauwirtschaft, davon bin ich zutiefst überzeugt, unsere Ministerin anders als in der letzten Wahlperiode nicht nur aus Prospekten persönlich kennenlernt. Herr Kollege Deidow, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Brandner. Nein. Mit einer neuen Ministerin, und ich bedanke mich sehr dafür, liebe Frau Geibitz, dass Sie die erste Möglichkeit genutzt haben, mit uns Parlamentariern im Ausschuss zu sprechen, haben wir sofort gemerkt und gelernt, wie engagiert Sie bei der Sache sind. Konkret und kompetent haben Sie Ihr Aufgabenspektrum dargestellt. Herzlichen Dank dafür. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Es ist ja tatsächlich mutig,
400.000 neue Wohnungen als jährliches Ziel, darunter 100.000 Sozialwohnungen im Jahr zu projektieren. Die ersten Mittel sind dafür jetzt schon freigegeben. Deswegen wird es auf den Weg gehen. Und es geht dabei tatsächlich nicht nur um Masse. Es geht nicht nur um Kubikmeterbauten, umbauten Raum. Es geht um die Vielfalt des Wohnens, um die jungen Familien. Es geht um die Studierenden, um die Auszubildenden. Es geht um die Wohnungsgemeinschaften, um die Barrierefreiheit, um Mietwohnungsbau und natürlich auch um die Eigentumsförderung. Mietkauf beispielsweise ist durchaus angesprochen, um Genossenschaften in ländlichen und in urbanen Räumen. Überall haben wir diese Herausforderung zu bewältigen. Und es geht eben nicht nur um Bauen, 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 sondern es geht um die Frage des richtigen Bauens, des energie- und klimagerechten Bauens, angebunden an den öffentlichen Nahverkehr. Verdichtet, den Lebenszyklus der Materialien berücksichtigen, kostenbewusst, digital geplant, seriell vorgefertigt und übrigens mit lebendigen öffentlichen Plätzen und lebenswerten Innenstädten. Auch das gehört dazu. Wie kann das eigentlich gelingen? Ja, klar, mit einer Menge zusätzlichen Geld kann das gelingen. Mit einer hohen Investitionsbereitschaft, mit der steuerlichen Hilfe wie der Erhöhung der linearen Abschreibung von 2% auf 3% beispielsweise, mit Verbesserungen beim Mieterstrom, mit Eigentumsförderung in Genossenschaften und vielen weiteren Maßnahmen auch. Aber es reicht im Ergebnis nicht. Und jetzt, liebe Karin Ley, will ich etwas sagen, was Zuständigkeiten angeht. Ich bin sehr dankbar dafür, dass die Ministerin sehr früh und sofort davon gesprochen hat, ein Bündnis für bezahlbares Wohnen einzuleiten. Denn es müssen alle an einen Tisch, wenn das gelingen will. Da geht es nicht um die Zuständigkeiten zwischen zwei Ministerien, sondern da geht es darum, dass wir eine konzertierte Aktion zum Gelingen der Aufgabe organisieren. Eine gesellschaftliche Aufgabe unter Federführung eines zuständigen Ministeriums mit einer engagierten Ministerin. Das ist eigentlich das Ziel dabei, bei der ganzen Aufgabenstellung. Die Reduktion der Treibhausgasemissionen ist übrigens dabei nicht die einzige Aufgabe. Das, was uns in Europa vorgetragen wird unter dem Motto Fit for 55, das wird uns noch gewaltig herausfordern. Die Fachkräftefrage selbstverständlich auch, die Rohstoffknappheit, die Unterbrechung von Lieferketten beispielsweise, die Durchsetzung der Digitalisierung im Bausektor, das alles gehört zu dieser konzertierten Aktion mit Langzeitwirkungen dazu und um die werden wir uns kümmern. Und dazu gehört übrigens auch Richtung Bauwirtschaft, dass gute Arbeit gut bezahlt wird und dass die Mindestlöhne und der gesetzliche Mindestlohn nicht sozusagen unterschritten wird. Und die Bauwirtschaft ist gut dabei beraten. Das hat eine Anfrage, die ich selber ja gestellt habe, auch hervorgebracht, dass sie sozusagen ihre eigenen schwarzen Schafe dabei sozusagen korrigiert. Denn ohne gute Löhne wird es keine Fachkräfte geben. Ohne gute Löhne gibt es keine Auszubildenden. Und das alles ist dabei auch erforderlich. Leider habe ich nicht die Zeit, um all die Fragen zu beantworten, die ich gerne kommentierend noch sagen würde, weil ich leider zu Anfang hier einen kleinen Disput hatte. Deswegen will ich zum Abschluss aber auch noch sagen, mich freut es auch, Frau Ministerin, genauso wie Sie, dass die Raumordnung einen Ort gefunden hat, wo sie ernsthaft behandelt werden kann, wo Fragen beispielsweise der Raumnutzung, auch der Windenergienutzung beispielsweise, dazu genutzt werden können, Verfahren zu verkürzen, Kommunen zu entlasten, die Sache selber voranzubringen. Herr Kollege, kommen Sie zum Schluss, eine wirklich breit angelegte Aufgabenstellung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Herzlich willkommen, herzlichen Dank und Ihnen allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank, Herr Kollege Deildrup. Die AfD-Fraktion hat um eine Kurzintervention gebeten für den Kollegen Beckkamp. Ich lasse die Kurzintervention zu. Herr Kollege Beckkamp, Sie haben das Wort. Ja, lieber Herr Deildrup, Sie hatten gerade noch mal in der Rede gesagt, dass Sie mir zukünftig nicht die Hand geben. Das bedauere ich. Ich gebe Ihnen nach wie vor die Hand und das auch sehr gerne. Wir können uns gerne über alle Fakten unterhalten, über die wir gerade in meiner Rede was gehört haben. Das können wir gerne auch mit Quellen und Belegen machen. Und zukünftig wünsche ich mir von Ihnen, dass Sie ein bisschen mehr mit Niveau pöbeln. Vielen Dank. Herr Kollege Deildrup, Sie wollen darauf tatsächlich antworten. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich auch niemandem die Hand gebe, weil das ja nicht angemessen ist während der Corona-Pandemie. Aber Sie können gerne antworten. So wie Sie das nennen, Herr Beckkamp, habe ich überhaupt nicht gepöbelt, sondern ich habe Fakten dargestellt. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt. Nächste Rednerin ist die Kollegin Petra Nikolaisen, CDU-CSU-Fraktion. Aus Schleswig-Holstein, wo die ruhigen Menschen wohnen. Das stimmt. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, in einer Generaldebatte zum Thema Stadtentwicklung, Wohnen und Bauen vermisse ich
einen Blick darauf, welche Bedeutung die Bundespolitik in diesem Bereich für unsere Kommunen hat. Denn Sie haben die Kommunen als Anhängsel in Ihrem Ministerium. Und ich gestehe zu, Sie haben aus kommunaler Sicht die Latte recht hoch gehängt im Koalitionsvertrag. So heißt es im aktuellen Koalitionsvertrag: Wir brauchen leistungsstarke und handlungsfähige Kommunen. Unser Ziel sind leistungsfähige Kommunen mit einem hohen Maß an Entscheidungsfreiheit vor Ort, eine verlässliche öffentliche Daseinsvorsorge und eine engagierte Zivilgesellschaft. Doch kann dieses Ziel mit einem Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP erreicht werden? Ich meine nein. Der Koalitionsvertrag hemmt kommunale Planungskompetenzen und schränkt die kommunale Selbstverwaltung ein. Vielmehr streben die Koalitionäre, Zitat, eine engere, zielgenauere und verbindlichere Kooperation zwischen Bund, Ländern und Kommunen an. Wo bleibt denn da die kommunale Selbstverwaltung? Der Koalitionsvertrag enthält zudem Risiken und Nebenwirkungen, die ländliche Räume, aber auch städtische Ballungszentren belasten werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was bedeutet dies konkret? So haben wir zum einen die Wechselwirkung zwischen Stadt und Land. Wer diese nicht berücksichtigt, verschärft die Situation in unseren Kommunen. Statt diese zu verbessern, werden mit dem geplanten Bau von 1,6 Millionen neuen Wohnungen in überwiegend städtischen Ballungszentren die ländlichen Räume durch Wegzug geschwächt und die städtischen Ballungsräume zunehmend belastet. Und es muss, Frau Ministerin, also auch bei der Infrastruktur in betroffenen ländlichen Regionen hier nachgelegt werden. Ein Beitrag zu gleichwertigen Lebensverhältnissen leistet die Regierungskoalition damit nicht. Und genau das ist auch mein nächster Punkt, die gleichwertigen Lebensverhältnisse. Diese werden zwar im Koalitionsvertrag bei verschiedenen Ansätzen adressiert, aber bei der konkreten Regierungsarbeit wird das Thema voraussichtlich keine bedeutende Rolle spielen. So werden neben einigen Bereichen, die im Rahmen der Gesetzesfolgenabschätzung einen Check unterzogen werden sollen, gleichwertige Lebensverhältnisse nicht einbezogen. Und dass der Gleichwertigkeitscheck bereits in der vergangenen Wahlperiode etabliert worden ist von uns, kann dafür nicht verantwortlich sein. Denn andere Themenchecks sind ebenfalls bereits in der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien enthalten und werden dann auch im Koalitionsvertrag nochmals genannt. Die Wechselwirkung zwischen Stadt und Land allein beim Bau von Wohnungen zeigen aber, wie wichtig ein Gleichwertigkeitscheck in der Gesetzesfolgenabschätzung ist. Und das kann problemlos auf andere Bereiche ausgeweitet werden. Hier muss die Regierungskoalition dringend nachbessern. Und so wie es in der vergangenen Wahlperiode ja bereits vereinbart worden ist, Gesetzesvorhaben auf Auswirkungen auf das Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse prüfen. Als einen weiteren Punkt lassen Sie mich einige Worte zur Stärkung der kommunalen Planungshoheit sagen. Ein wesentliches Element kommunaler Selbstverwaltung ist die kommunale Planungshoheit. Und das gilt für Flächennutzungspläne und Bebauungspläne, deren Ausweitung durch das Auslaufen der Regelung des § 13b Baugesetzbuch erschwert wird und insbesondere das Entwicklungspotenzial kleinerer Kommunen in ländlichen Räumen hemmt. Kommunale Planungshoheit wird aber auch beim Ausbau der Windenergie beschnitten werden. Hier will die Regierungskoalition in Rechtsbereiche eingreifen, für die der Bund nicht zuständig ist. Zentralistische Vorgaben werden die kommunale Planungshoheit im Baubereich jedenfalls nicht stärken, sondern die kommunale Selbstverwaltung schwächen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, insgesamt lässt der Koalitionsvertrag für die kommunale Selbstverwaltung wenig Hoffnung auf gute Zeiten. Statt Bundeseinmischung wäre mehr Vertrauen in die kommunalen Fähigkeiten, auch im Sinne des Ziels, leistungsfähige Kommunen zu haben, zielführender. Ich persönlich bin der Meinung, dass es einer intelligenten Neugestaltung der Aufgabenverteilung und der Finanzmittel zwischen Bund, Ländern und den Kommunen bedarf.
Nur dann können wir die Kommunen auch in die Lage versetzen, ihre Aufgaben und Herausforderungen aus eigener Kraft zu bewältigen. Mit weniger Bundesvorgaben und mehr Freiheit vor Ort erreicht man tatsächlich leistungsstarke und handlungsfähige Kommunen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Nicolaisen. Nächster Redner in der Debatte ist Kassem Taher Saleh. Er ist Obmann im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen für Bündnis 90 Die Grünen und redet hier im Bundestag zum ersten Mal. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Kassem Taher Saleh. Ich bin Bauingenieur, Bündnisgrüner, Sachse und bin entschlossen, den notwendig sozial-ökologischen Umbau im Bausektor voranzutreiben. Denn gerade hier müssen wir tatsächlich mehr Fortschritt wagen. Auch im Jahr 2021 hat der Gebäudesektor das Klimaziel nach dem Klimaschutzgesetz deutlich verfehlt. Über 33% der weltweiten CO2-Emissionen stammen aus dem Gebäudesektor. An vielen Orten habe ich das als Bauleiter persönlich gesehen. Tonnenweise Beton und Kunststoffe werden gebaut, obwohl das große CO2-Schleuder sind. Es fehlen außerdem klimafreundlichere Elemente wie Wärmepumpen, Photovoltaik, begrünte Dächer und Fassaden. Das ist, gelinge gesagt, energetischer und ökologischer Bullshit, meine Damen und Herren. Aber nach Jahren des Stillstands unter Horst Seehofer wird es mit Hilfe der neuen Ampelkoalition jetzt endlich vorangehen. Wir Bündnisgrüne haben immer wieder eine Bauwende gefordert. Und sie kommt jetzt auch. Denn wir werden 400.000 Wohnungen jährlich klimaneutral bauen. Wir werden neuen Technologien den Weg bereiten und gleichzeitig auf ökologische Baumaterialien und Rohstoffe zurückgreifen. Die Verwendung von Holz werden wir im Zuge einer nationalen Holzbaustrategie ausweiten. Mit dem neuen digitalen Ressourcenpass können wir diese Baustoffe dann dokumentieren und somit den gesamten Lebenszyklus im Blick haben. Das ist die Zukunft und schon bald die Gegenwart des Bauens, meine Damen und Herren. Schon bald wird sich das Slogan etabliert haben, auf dieses Holz können wir bauen. Gleichzeitig möchte ich hier und heute deutlich machen, Wohnen ist ein Grundrecht und das für alle, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das gilt ganz besonders für Wohnungs- und Obdachlose, für Studierende und Azubis, für Menschen mit niedrigem Einkommen, für Geflüchtete, für Menschen im Alter und für Menschen mit Behinderung. Und eins sage ich Ihnen, ganz egal, ob Sie Kassem, Cem, Clara oder Olaf heißen, der Name oder die Herkunft darf nicht über die Wohnung entscheiden. Eine solche Art der rassistischen oder klassistischen Diskriminierung ist unsozial und menschenunwürdig. Das gehört endlich beendet, meine Damen und Herren. Dazu stellt sich natürlich die Frage, wie wir es schaffen, dass alle Menschen würdevoll wohnen können. Das geht nur mit zukunftsgerichtetem und nachhaltigem Bauen, das tatsächlich allen zugutekommt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein sozial-ökologischer Umbau im Baubereich heißt damit konkret, wir brauchen bezahlbares Wohnen für alle Menschen und wir werden dies mit den ökologischen Herausforderungen beim Bauen im Einklang bringen.
Dafür stehe ich persönlich, dafür stehen wir als Bündnis Grüne und bei dieser Kraftanstrengung stehen wir an Ihrer Seite, Frau Ministerin. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Ein paar Worte noch an Clara Geiwitz gerichtet, die neue Ministerin für Wohnen, Stadtentwicklung, Bau und Bauwesen. Nächster Redner in dieser Debatte ist auch eventuell zu einer Zusammenarbeit bereit. Daniel Fürst ist von der FDP, also auch eine der Koalitionsparteien. Er ist in seiner Fraktion Sprecher für Bau- und Wohnungspolitik. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Frau Ministerin, ja, die Ampelpläne sind sehr ehrgeizig beim Bauen und Wohnen im gesamten Koalitionsvertrag. Die sind aber auch deshalb sehr ehrgeizig, weil wir unheimlich viele Hausaufgaben geerbt haben. Jetzt habe ich die Verhandlungsgruppe Bauen und Wohnen für die FDP geleitet und habe festgestellt, also an der SPD lag das scheinbar nicht. Und da muss ich echt sagen, ich freue mich auf das, was die Ampelkoalition beim Bauen und Wohnen bewirken kann und bewirken wird. Und wenn ich dann jetzt die Reden auch höre, werte Kolleginnen von der CDU-CSU, dann wird es mir aber auch klar, warum so viele Hausaufgaben da sind. Lieber Herr Luxack, ihr wisst ja, ich schätze insbesondere die Kollegen von Bauen und Wohnen aus euren Reihen, aber die Mietpreisbremse gilt nur in angespannten Wohnungsmärkten. Und wenn die Ampel das tut, was sie versprochen hat, nämlich bis zu 400.000 Wohnungen im Jahr zu bauen, dann werden wir schnell erleben, wie angespannte Wohnungsmärkte der Vergangenheit angehören. Und so lösen wir das Problem mit der Mietpreisbremse. Und deswegen freut es mich auch sehr, dass wir im Koalitionsvertrag dann auch festgestellt haben, dass die Angebotslücke das große Problem ist. Und nicht die fehlende Regulierung. Ja, wir müssen an der einen oder anderen Stelle nachschärfen. Aber das große Versprechen haben wir gegeben, dass wir schnell, günstig neuen Wohnraum schaffen. Und da liegen die Mechanismen auf der Hand. Wir haben sie auch jedes Mal vorgeschlagen in den letzten Jahren. Dachaufstockung. Der Boden ist bereits bezahlt. Geht modular, geht in Holsteiner Bauweise, geht schnell. Digitalisierung des gesamten Prozesses. Es ist doch völlig absurd, dass wir für den Wohnungsbau längere Genehmigungsverfahren haben, als die Bauzeit dauert. Das muss gelöst werden. Sie haben völlig zu Recht angesprochen, die Überkomplexität des Bauens, die 20.000 Regeln, Normen, Gesetze, Vorschriften. Natürlich müssen wir daran. Deswegen haben wir im Koalitionsvertrag auch festgelegt, dass wir uns mal die Normung anschauen. 4 Jahre lang gar nicht beantwortet oder bearbeitet worden. Wir haben festgelegt, dass wir einen Wohnkostencheck einführen, der darauf achtet, dass jede neue Regel oder darauf achtet, welche und wie die neue Regel auf die Wohnkosten zählt. Weil wer günstiger baut, der kann am Schluss auch günstiger wohnen. Und das ist einer ganz großen Hebel. Kollege Kassem hat es in seiner wirklich sehr guten ersten Rede angesprochen, zumindest angedeutet. Ich mache es noch mal ganz deutlich. Wenn der Gebäudesektor bei der CO2-Einsparung, bei der Emissionseinsparung nicht liefert, dann werden wir die Pariser Klimaziele niemals erreichen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Fördersystematik endlich umstellen, dass wir den Fokus richten auf die tatsächlich gesparte Menge CO2 und weg davon kommen, einzelne Maßnahmen zu fördern, sondern das Gesamtsystem in den Blick nehmen, inklusive des Quartiers, inklusive der Art und Weise, wie die Wärme erzeugt wird und inklusive der Effizienz des Gebäudes und uns ganz wichtig, inklusive der Technik, die möglich ist. So werden wir schnell starke Mengen CO2 einsparen. Abschließend nehme ich gerne einen Satz von Ihnen auf, Frau Ministerin. Ich muss zugeben, der Start der Zusammenarbeit hat sehr viel Spaß gemacht, wird gut. Sie haben formuliert, wenn ich jetzt die Schnelle richtig mir gemerkt habe, Wohnen ist kein Luxus. Absolut korrekt, unterschreibe ich. Ich ergänze, Eigentum ist auch kein Luxus. Eigentum ist Traumerfüllung. Eigentum ist Leistungsanreiz. Eigentum ist Sicherheit. Eigentum ist das, was die Menschen wollen. Deswegen freut es mich als Freien Demokrat, dass wir sagen, wir brauchen einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer. Das können dann die Länder machen. Aber wir gehen in die eigenkapitalersetzende Darlehen, in Tilgungszuschuss und helfen denjenigen, die es gerade nicht schaffen, ins Eigentum zu kommen. Wir haben viel zu tun.
Die Ampel macht sich auf den Weg. Bauen und Wohnen, wenn ihr mit dabei seid, liebe CDU-CSU, mich freut's. Die Menschen haben es verdient, dass die Wohnkosten sinken. Vielen Dank, Herr Kollege Fürst. Nächste Rednerin ist die Kollegin Franziska Maschek, SPD-Fraktion, ebenfalls mit ihrer ersten Parlamentsrede. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Landkreis, Wahlkreis Leipzig, ist sehr vielfältig. Es gibt einen Speckgürtel rings um Leipzig. Es gibt vorwiegend landwirtschaftlich genutzte und geprägte Regionen. Es gibt aber auch Industrie, Kohlebergbau und Kohleverstromung. Und es gibt viele abgelegene, ruhige Orte mit überwiegend älteren Menschen. Wie Sie sehen, meine Damen und Herren, in meinem Wahlkreis gibt es viele Herausforderungen. Ich bin froh, dass diese Fortschrittskoalition diese Aufgaben in den nächsten Jahren angehen wird. Die SPD-Bundestagsfraktion wird Sie und insbesondere Frau Bundesministerin Clara Geiwitz dabei tatkräftig unterstützen. Wir werden viele Anliegen angehen, die insbesondere die Menschen in den ländlichen Räumen betreffen. Da ist beispielsweise das altersgerechte Wohnen. Viele Menschen leben gerne in ihren Wohnungen oder in ihren Häuschen und wollen dort auch ihren Lebensabend verbringen. Dazu werden nicht nur energetische Modernisierungen nötig. Irgendwann werden wir alle Hilfe und Unterstützung brauchen. Darum benötigen wir vielleicht barrierefreie Türen oder Sanitäranlagen. Neue Formen des Zusammenlebens wie Seniorinnen-WGs oder die Mehrgenerationenhäuser werden immer wichtiger, um die wohnliche Umgebung auf die Bedürfnisse der älteren Menschen abzustimmen. Dazu zählt auch, dass leerstehende Bestandsgebäude in den Kommunen für altersgerechtes Wohnen genutzt werden können. Hierfür braucht es flexible Gestaltungsmöglichkeiten im Baurecht, denn letztlich ist auch das eine Frage der Nachhaltigkeit und trägt zum Erhalt der Innenstädte, besonders kleinerer Kommunen, bei. Wir in der SPD-Bundestagsfraktion wollen Barrieren abbauen und somit mehr Selbstbestimmung ermöglichen. Deshalb möchten wir die beliebten und wirksamen KfW-Programme erhalten und ausbauen. Meine Damen und Herren, ein zentrales Vorhaben in dieser Koalition ist der Klimaschutz. Gerade im Gebäudebereich ist eine ganze Menge zu tun. Wir freuen uns, das mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Ausschüsse anpacken zu können. Hierbei werbe ich aber dafür, dass wir die Bedürfnisse in den ländlichen Regionen nicht aus den Augen verlieren und uns immer wieder fragen, wie wir diese Anforderungen in weniger dicht besiedelten Gegenden angehen und gemeinsam mit den Menschen vor Ort umsetzen können. Meine Damen und Herren, für mich und für die Menschen in meinem Wahlkreis ist das ein bedeutender Punkt. Bei allem, was wir hier besprechen, leidenschaftlich diskutieren und gemeinsam beschließen, müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, welche unterschiedlichen Ausgangsbedingungen in unserem Land herrschen. Denn es gibt viele Orte, gerade auch bei mir im Wahlkreis, in denen Kommunen den Gürtel immer enger schneiden müssen. Ich selbst erfahre das in meinem Stadtrat, wie mit engen finanziellen Mitteln und ehrlich gesagt Corona und auch diese engstirnige Schuldenbremse der Sächsischen Union sind hier gar keine Hilfe, wie wir also mit wirklich winzig finanziellen Handlungsspielräumen dazu kommen, dass wichtige Aufgaben, wie zum Beispiel die Jugendarbeit, wieder gestrichen werden, weil kein Geld da ist. Da drohen gerade viele Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe zu verschwinden. Immer mehr Vereine, freiwillige Feuerwehren und zivilgesellschaftliche Initiativen springen für den Staat in die Bresche. Das fordert die Ehrenamtlichen ordentlich und hinterlässt bei einigen Menschen doch irgendwie den Eindruck, dass es immer weniger Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung im ländlichen Raum gibt und dass das Leben und Arbeiten auf dem Land immer unattraktiver wird. Da hilft es nicht, wenn dann auch noch die Apotheke, der Bäcker, die Post oder wie gerade in meiner Stadt die Sparkasse demnächst dicht machen. Diese Erfahrungen prägen die Menschen und sie prägen auch ihre Einstellungen zur Demokratie.
Bei all diesen Punkten gilt es, jetzt das Ruder rumzureißen, denn die Kommune ist die letzte Meile zu den Bürgerinnen in der Demokratie. Wir müssen bauliche, aber vor allem soziale Infrastrukturen stärken und somit auch mehr Teilhabe ermöglichen. Für mich ist das eine grundlegende Voraussetzung für soziale Gerechtigkeit, einem durch und durch sozialdemokratischen Ziel. Packen wir es an. Vielen Dank und ein herzliches Glück auf. Vielen Dank, Frau Kollegin. Und der nächste Redner in der Debatte ist Ulrich Lange, stellvertretender Fraktionsvorsitzender für die Unionsfraktion. Hier in dieser Debatte. Als nächsten Redner rufe ich auf den Kollegen Ulrich Lange, CDU-CSU-Fraktion. Ministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, auch wir gratulieren natürlich zum neuen Ministerium. Baupolitiker haben es, weiß Gott, herbeigesehnt, dass das zurückkommt, was Rot-Grün damals abgeschafft hat. Aber auch das sei lediglich eine historische Randbemerkung. Es ist spannend, dieser Debatte zuzuschauen, die diese neue Koalition heute uns hier bietet. Denn ich habe, liebe Kollegin Schröder und lieber Kollege Föst, noch nicht so ganz den gemeinsamen Bogen gefunden. Man kann natürlich viele Wünsche erst mal formulieren und einen Füllhorn draus machen. Einen Aufbruch kann ich dabei aber wirklich nicht erkennen. Viele Prüfaufträge, viele Forderungen. Aber sind die Ressourcen da? Sind die Zuständigkeiten da in diesem neuen Ministerium? Liebe Frau Ministerin, ja, wir freuen uns über das neue Ministerium. Aber Sie brauchen ein Haus mit Zuständigkeit und Kompetenz und keine Gebäudehülle. Warum sage ich das? Weil vieles halbherzig ist. Weil vieles nicht fertig ist an diesem Haus, um ein wirkliches Bauministerium zu werden. Und das erkennt man auch hier an dieser Debatte. Wir debattieren immer wieder Dinge, für die Sie, Frau Ministerin, und auch der Bauausschuss keine Federführung hat. Ich stelle da die Frage der Modernisierungsumlage, die von Seiten der Grünen so in den Mittelpunkt der Rede gestellt worden ist. Das ist geregelt im BGB und der neue Justizminister Buschmann der FDP sitzt ja schon da. Und da sind wir ja mal gespannt, wie die grünen Vorstellungen dann zu den Vorstellungen der FDP beim Thema Modernisierungsumlage im Justizministerium zusammenpassen. Wir haben das Thema Gebäudeenergie. Wir waren uns ja gerade schon einig, wie wichtig Energie hier im Sektor Bauen ist. Und dann stellen wir aber doch wieder fest, dass dieses Thema im Wirtschaftsministerium geblieben ist. Frau Ministerin, auch da fehlt Ihnen was. Und dann, ich sage das ganz offen, die ganz große Enttäuschung. Wie oft haben wir gesprochen, dass wir auf die Grundstücke und Flächen und Gebäuden der BIMA in der Baupolitik doch gerne zugreifen würden. Und wenn wir das jetzt richtig nachverfolgt haben, dann bleibt das Thema BIMA im Finanzministerium, also auch nicht im Bauministerium. Dieses Ministerium ist so Stückwerk, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, wir wollen bauen, wir brauchen Bau, wir brauchen Stadtentwicklung, aber wir brauchen es richtig. 1,6 Millionen Wohnungen haben Sie sich vorgenommen. Ich sage, 1,6, 4 mal 400.000 sind 1,6 Millionen Wohnungen haben Sie sich vorgenommen. Das bedeutet aber auch, dass Sie sie bauen müssen. Wer soll sie planen? Wer soll sie bauen? Wo sind die Ressourcen? Wo ist die Fachkräfteoffensive Bau? Wo ist all das im Koalitionsvertrag, im Bau- und Wohnungsteil Fehlanzeige? Aber die Wohnungsbauoffensive
die wir gestartet haben, soll fortgesetzt werden. 2.950.000 Wohnungen, 2020 300.000 Wohnungen. Wir haben vorgelegt, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben vorgelegt, und das wird nicht so einfach. Ich kann viel schreiben, aber am Ende muss es dem Realitätscheck erfüllen. Wir haben das Thema der Vorschriften, Kollege Lutschak hat es schon angesprochen, Entschuldigung, war noch vorhin. Kollege Lutschak hat es schon angesprochen. Auch da geben Sie Blankoschecks. Blankoschecks, die am Ende zu Zwangssanierungen führen. Und dann sprechen Sie über Eigentum. Die FDP rückt das Thema Eigentum in den Mittelpunkt. Die Frau Ministerin, da habe ich zur Eigentumsförderung überhaupt nichts wirklich vernommen. Und bei den Grünen habe ich vernommen im Ausschuss gestern, dass endlich 16 Jahre Investorenpolitik ein Ende finden muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, wir brauchen Investoren, und das wissen Sie doch ganz genau. Ohne Investoren kein Wohnungsbau. Sie können es, Sie sitzen ja jetzt nebeneinander, dann auch mal besprechen und erklären. 16 Jahre waren auch geprägt von einer gemeinsamen Politik. 8 Jahre davon hat die SPD die Baupolitik verantwortet, von einer gemeinsamen Politik. Ich will es nur mal so als Anmerkung sagen, der Bremser, da können wir jetzt über vieles diskutieren. Bauland zu mobilisieren ist und bleibt eine Hauptaufgabe. Dazu wird es wohl eine neue Novelle des Baugesetzbuches geben. Die Kolleginnen und Kollegen der letzten Periode kennen diese Herausforderung. Ich sage nur 13b. Ja, das brauchen wir auf dem Land. Ich sage aber auch endlich Brachflächenprogramm. Wer nicht will, dass wir permanent neue Äcker, gute Böden für Bauland verwenden, der muss und darf nicht weiter Brachflächenprogramme blockieren, wie es die Sozialdemokraten in der letzten Periode getan haben. Wir müssen die Innenstädte revitalisieren, Frau Ministerin, das war zu wenig nach der Pandemie. Die 250 Millionen, Respekt, die kamen aus der letzten Periode. Die Milliarde für die Klima, Respekt, die kamen aus der letzten Periode. Ja, wir müssen etwas tun für die Innenstädte. Wir brauchen mehr Programme. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht um Lebensqualität, es geht um Quartier, es geht um Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, es geht um Wohnungsbau und nicht um Luftschlösser. Daran wollen und werden wir Sie messen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Lange. Lange war das. Damit kommen wir zur letzten Rednerin in dieser Debatte. Das ist Caroline Otte. Sie ist für Mitglied von Bündnis 90 den Grünen hier im Deutschen Bundestag und sitzt im Ausschuss für Wohnstadtentwicklung, Bauwesen und Grünen. Mit ihrer ersten Parlamentsrede. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin Geiwitz, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Mit einem Koalitionsvertrag starten wir in diese Regierung, der die Lebensrealitäten von Menschen in den Blick nimmt und sich zur Aufgabe macht, diese spürbar zu verbessern. Bitter genug, dass das hier erwähnenswert ist, was eigentlich grundsätzlich Aufgabe von Politik sein sollte, aber viel zu selten in den letzten 16 Jahren Unionsregierung der Grundsatz war. Vieles von dem, was wir hier in Berlin im Bundestag beraten und beschließen, vieles von dem, was eine Bundesregierung auf den Weg bringt, kann nur umgesetzt werden, wenn wir nicht an den kommunalen Realitäten vorbei entscheiden. Hier werden wir im zuständigen Ausschuss ein Auge drauf haben, aber auch unsere Regierungskoalition hat sich dies ins Stammbuch geschrieben. Denn unsere Vorhaben können wir nur mit starken Kommunen vor Ort Realität werden lassen. Wir brauchen die Städte und Gemeinden, damit unsere Politik bei den Menschen vor Ort ankommen kann. Für das kommende Jahr hat sich die Ampel das Ziel gesetzt, Planungsvorhaben zu beschleunigen, damit es vorangeht. Energiewende vor Ort Realität wird, damit 1,6 Millionen neue Wohnungen gebaut werden können, damit wir endlich einen zügigen Zubau von Schiene erreichen.
Mit der Schärfung des kommunalen Vorkaufsrechts erweitern wir kommunale Handlungsspielräume und begegnen Wohnraumspekulationen und Verdrängungstendenzen. Aber gebaut, gekauft oder saniert wird nur da, wo man nicht in Schulden zu ersticken droht. Fast 150 Milliarden Euro kommunale Investitionsrückstände. Das sind keine Schulden in den Büchern, aber in der bitteren Realität. Wenn wir über desolate Schultoiletten reden, dann müssen wir auch über die kommunale Finanzlage sprechen. Wenn wir hier nicht anfassen, dann bricht die kommunale Daseinsvorsorge weg. Das kommunale Schwimmbad, die Bibliothek wird geschlossen, das Krankenhaus privatisiert, die Buslinie gestrichen. Das trifft vor allem die Menschen, die den Wegfall nicht mit privatem Einkommen ausgleichen können. Das dürfen wir nicht zulassen. Für die Sicherung der kommunalen Daseinsvorsorge und zur Realisierung der notwendigen Investitionen ist es wesentlich, dass wir überschuldeten Kommunen helfen und sie nicht mit ihren Sozialausgaben alleine lassen. Fördermittel müssen wir gerade für finanziell belastete Kommunen niedrigschwellig gestalten. Damit öffentlich gebaut wird, müssen wir den Fördermitteldschungel anfassen und Ausschreibungskriterien vereinfachen. Unser Grundgesetz gibt das Versprechen von gleichwertigen Lebensverhältnissen. Dieses Versprechen ist lange nicht eingelöst. Aber besonders in Zeiten einer globalen Krise ist Solidarität und gesellschaftlicher Zusammenhalt so wichtig. Beides muss vor Ort spürbar werden. Vor Ort müssen wir klar machen, mit starken, solidarischen Kommunen, dass wir für die Menschen einen Unterschied machen. Packen wir es an. Vielen Dank, Frau Kollegin Otte. Weitere Wortmeldungen liegen jetzt zu diesen Themenbereichen nicht vor.